Hallo ihr Lieben, für mich geht's heute nach Plon, denn Dynamite, der zweite Big Zipper Coaster überhaupt, wird eröffnet. Es ist ein Mack Coaster, deswegen wird Roland Mack heute persönlich auch da sein, genauso wie einige Sportgrößen und auch Stereo Act. Ja, der neue Big Zipper Coaster ist 40 Meter hoch, 500 Meter lang und hat eine Spitzengeschwindigkeit bis zu 100 km/h. Und ich werde euch heute ein bisschen durch dieses ganze Event mitnehmen und hoffe, es gefällt euch. Also wir sind jetzt gerade drin, meine Begleiter und ich, wir haben jetzt so ein nettes VIP-Bändchen bekommen. Wir kamen nicht durch den Haupteingang rein. Heute waren zwei geteilte Eingänge, einmal der Haupteingang und einmal der alte Eingang, der dann quasi für VIP und Presse ist. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht, weil der Ansturm doch schon ziemlich groß sind und viele Leute im Park sind. Wir werden jetzt einfach mal noch eine Runde durch den Park laufen, schauen, ob wir vielleicht doch schon mal was fahren. Und dann melde ich mich einfach nochmal. So, also das ist jetzt die Dynamite. Man hat von hier aus einen sehr schönen Blick. Man sieht sie tatsächlich auch vom Parkplatz schon. Es ist schon unglaublich zu sehen, dass in diesem eigentlich sehr kleinen Park doch jetzt so eine Riesenattraktion steht. Heute mit Dynamite so eine tolle Bahn eröffnen zu dürfen, ist natürlich eine große Ehre. Ja, und du hast auch die Ehre, dass du begrüßen darfst, denke ich, als Inhaber und Gastgeber. Ja, gerne, lieben gerne. Liebe Gäste, ich möchte Sie natürlich hier bei fantastischem Wetter heute bei uns im Freizeitpark Plon begrüßen. Ganz besonders freue ich mich, dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer heute da ist, sowie unser Landrat Rolf Keil, unser Bürgermeister Volker Bachmann, sowie natürlich auch alle anderen Vertreter von Politik, Wirtschaft, Medien. Ja, herzlich willkommen. Persönlich freue ich mich auch riesig, wirklich riesig, dass die Familie Mack heute da ist. Und Herr Dr. Roland Mack und Michael Mack, ja, die Inhaber vom Europapark Rust. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da sind. Ja, und natürlich auch alle anderen Gäste, die heute hier sind, weil ohne sie wäre sowas wie heute hier natürlich gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank dafür. So. Mein lieber Roland. Seit Jahren warte ich auf dich hier im Vogtland. Wie gefällt es dir bei uns? Das ist traumhaft schön. Ich hätte es nicht so gut erwartet. Der Altenbauer hat immer vorgeschwärmt, wie herrlich die Landschaft ist, wie sympathisch die Menschen sind. Der erste Eindruck ist grandios. So, also wir sind jetzt alle möglichen Bahnen im Park nochmal gefahren. Jetzt geht's zurück, denn Dynamite fährt gleich los. Es war eben noch eine Stunde Presseveranstaltung. Darunter haben auch ein paar Tanzgruppen mitgewirkt. Herr Roland Mack hat eine kurze Rede gehalten, der Geschäftsführer Lutz Müller auch. Ja, es ist ziemlich viel los heute und ich bin ganz gespannt. Fahren. Und bevor dann 13 Uhr das Gedränge losgeht, weil dann alle Parkbesucher fahren dürfen,
sind wir jetzt nochmal fix in die Warteschlange reingehuscht. So, ich habe jetzt die zweite Runde Dynamite hinter mir. Es wird immer voller und voller. Ja, also es war nochmal unglaublich und ich hoffe, dass ich es vielleicht nochmal schaffe zu fahren. Aber ich möchte natürlich jetzt auch erstmal mich kurz ausruhen, vielleicht was essen und dann schaue ich mal, ob ich mich nochmal anstelle. Also lohnen wird es sich auf jeden Fall, aber ich denke, man wartet jetzt schon eine gute anderthalbe Stunde oder vielleicht sogar zwei. Seid ihr schon Dynamite gefahren? Ja, natürlich. Wie war's? Die Jungfernfahrt. Die Jungfernfahrt. Und, wie war's? Ist heute nicht weh. Fahrt ihr denn viel Achterbahn in eurer Freizeit? Nö, früher viel und jetzt mit Kindern halt. Fährst du ab und zu mal, aber sag mal, das war schon eine krasse Sache. Also. Ja, wirklich, das war das Krasseste. Ja. Wo seid ihr denn sonst unterwegs mit den Kindern? In was für Parks? Jetzt müssen wir Werbung für andere Freizeitparks machen. Das geht ja nicht. Also wir sind natürlich nur im Lohn. Natürlich. Jawohl, genau. Ja? Von Montag bis Freitag, 350 Tage im Jahr, auch im Winter. Ja, aber schlafen wir nicht. Alles klar. Und ist es für euch jetzt heute außergewöhnlich, in einem Freizeitpark aufzutreten? Oder habt ihr öfter so Locations, wo ihr gar nicht damit rechnet, doch mal eingeladen zu werden? Das ist schon anders, weil normalerweise zahlen wir Eintritt, um reinzukommen. Jetzt können wir so rein. Das ist super. Ich danke euch vielmals. Danke. Ich war gerade draußen, habe ein kurzes Gespräch mit den Jungs von Stereo Act geführt, die wirklich sehr, sehr nett waren. Ja, jetzt gibt es erstmal Mittagessen und mal schauen, was wir dann noch so machen. Ich hätte mal ein paar Fragen. Erstmal die Anspannung etwas runter. War ja lange noch nicht da, ob man das 10.5. schafft. Aber jetzt war alles neu. Schönes Wetter, war knapp. Das war sehr knapp. Wieso hat es sich denn für eine Achterbahn entschieden? Aber auf dem Stand, das stand ja schon mal, da waren sie alle über mir. Und ja, 2009 hat das letzte Mal mit El Toro etwas gegeben. Es war einfach mal wieder Zeit, etwas für das jüngere Publikum zu machen. Warum haben Sie sich denn wieder für Mann entschieden? Einfach, weil wir dort eine sehr gute Erfahrung in der Vergangenheit gemacht haben. Einmal, was die Zuverlässigkeit, was die Qualität, den Sicherheitsstandort, was die Anlagen beim Mann haben. Das ist so der Vorgefühl. Ist das denn nur eine geschäftliche Bindung oder sind Sie auch so persönlich etwas an Mack gebunden? Persönlich würde ich nicht sagen, es gibt schon eine lange Zusammenarbeit, schon seit 1996. Haben Sie denn weitere Sanierungen geplant? Also Ideen haben wir sicherlich noch viele, aber was als nächster Schritt jetzt kommt, dann sagst du, kleiner ist auch ein Sport mit einem neuen Verbindungsschiff kommen, die Gastronomie im Ausgangsbereich. Als nächster Schritt ist jetzt ein Fahrt angelassen. Wie erfolgreich deiner Meinung nach. Aber Sie haben schon andere Attraktionstypen auch im Blick, die vielleicht im Park nicht vorhanden sind. Ideen und wir schauen noch mal, was machen die anderen. Und Sie sind begeistert, wie viele Menschen hier sind? Das ist hier jetzt auch was ganz Tolles. Zu mir haben Sie das. Vielen Dank. Gerne. So, ich konnte eben noch ein nettes Gespräch mit dem Geschäftsführer, dem Herrn Lutz Müller, führen. Und jetzt geht mein Tag auch langsam schon zu Ende. Ich werde jetzt noch ein, zwei Sachen fahren und mich auf dem Heimweg machen. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tag. Und Dynamite hat sich wirklich gelohnt. So, also ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich konnte leider nicht alle Eindrücke, die ich gerne festgehalten hätte, heute festhalten, weil es einfach komplett überströmt war, was natürlich auch schön ist. Ich meine, es wäre traurig gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre. Ja, wie ich schon erwähnt habe, Dynamite ist eine Fahrt wert, Plon ist ein Besuch wert. Es war auf jeden Fall toll und dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Es war eine super Erfahrung. Und ich bin aber auch sehr froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Es war, wie gesagt, so viel los, es war einfach anstrengend. Ich habe heute viel geschafft, was ich schaffen wollte. Und danke auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut, wie es mir heute gefallen hat.